USA, Texas, San Benito. Aus dem Rio Grande Valley im Süden von Texas kommt Brenda. Ihre Eltern sind Mexikaner, die inzwischen in den USA leben. Brenda verschlug es aus dem subtropischen Texas ins verhältnismäßig kalte Deutschland. Warum? Warum verlässt eine junge Frau den Süden der USA, um nach Deutschland zu ziehen? Na klar, die Liebe. Die Liebe zu einem deutschen Mann namens Till, den sie in San Benito geheiratet hat. Nach den Flitterwochen kamen Brenda und Till zurück nach Berlin. In einer netten Wohnung begannen sie ihr gemeinsames Leben. Es ist etwas unordentlich hier. Wir sind gerade erst aus den Flitterwochen zurück und sind noch am Einrichten. Till und ich hatten die Couch und den Esstisch schon vorher ausgesucht. Und jetzt stellen wir gerade ein paar Sachen auf, die wir aus Texas mitgebracht haben. Das hier haben wir auf der Insel in unseren Flitterwochen gekauft. Das sind Andenken an Texas. Bluebonnet, die Staatsblume von Texas. Und natürlich die texanische Flagge. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen dem alltäglichen Leben in Texas und Berlin. This is mine. Oh, it's empty. Oh, das hier ist leer. Where does it go? In welchen Mülleimer kommt das? Ihr habt hier in Deutschland ein anderes System. Ihr recycelt alles. Das ist Plastik. Plastik? Ja, siehst du? Es ist ganz einfach, Baby. Hier ist dieses kleine Zeichen drauf und das heißt, es geht in den Plastikmüll. In die gelbe Tüte. Erinnerst du dich? Nein, du wirst es mir jedes Mal wieder sagen müssen. Ich werde mich nie daran gewöhnen. In Texas recyceln wir überhaupt nicht. Alles kommt in eine Tonne. Ich weiß nie, wo der Müll hinkommt. Ihr habt den Plastikmüll, Altpapier und Restmüll. Das ist einer der größten Unterschiede. Es war ein Kulturschock. Das erste Erlebnis für mich war, als ich zum ersten Mal in einem Supermarkt war. Hier muss man die Tüten kaufen. In Amerika kriegt man sie kostenlos. Und in Restaurants wird dein Getränk kostenlos nachgefüllt. Hier nicht. Und die meisten Leute sind irgendwie kalt. Nicht so redselig, nicht so freundlich. In Texas lächelt jeder, sagt Hi und ist freundlich. Die Gemeinden sind auch anders. Trotz all diesen Umständen und Herausforderungen hat sich Brenda entschieden, in Berlin zu leben. Dies war aber in erster Instanz nicht ihr eigener Wille, sondern wurde vom Himmel geführt. Vor 8 Jahren habe ich meinem Leben Gott gegeben. Bevor ich Gott mein Leben gegeben habe, war ich depressiv. Ich habe versucht, mich umzubringen. Meine Familie hatte Probleme. Mein Vater misshandelte meine Mutter. Ich versuchte, überall an den falschen Stellen Liebe zu finden. Ich war mit Jungs zusammen, weil ich dachte, ich könnte von ihnen die Liebe kriegen, die meine Familie mir nicht geben könnte. Ich entwickelte sogar eine Essstörung, weil ich wenigstens etwas Kontrolle über mein Leben haben wollte. Meine Cousine lud uns einmal, ihre Kirche zu besuchen. Ich ging hin und während sie sangen, musste ich anfangen zu weinen. Von da an gingen wir regelmäßig dorthin und mein Herz war offen. Ich merkte, dass die Leute Liebe hatten. Sie hatten das, was ich nicht hatte. Sie hatten Liebe und das war keine menschliche Liebe, sondern Liebe Gottes. Meine Tochter Brenda ist ein mächtiges Zeugnis und eine starke Frau Gottes. Ich konnte ihren Glauben sehen. Alles, was sie sagte, wovon sie erzählte, war das, was ich haben wollte. Ich hatte viele Probleme, aber Gott hat mich nie alleine gelassen. Ich war ein drogenabhängiger Alkoholiker, ein Frauenheld. Aber jetzt lebe ich für Gott. Mit meinem Pastor fuhr ich auf meinen ersten Missionseinsatz. Es ging nach Deutschland, nach Berlin. Und das war nur der erste von vielen. Ich besuchte Deutschland mit meiner Jugendgruppe noch einige Male. Gleich nach meinem College-Abschluss führe ich nach Berlin. Und ich war schon am Beten, ob ich nach Berlin ziehen sollte. Ich betete und bat Gott, mir zu zeigen, ob ich hier sein sollte. Ich kannte Leute hier und dachte, ich könnte vielleicht herziehen. Und ich hatte schon immer Mission auf dem Herzen. Ich war also in Berlin. Ich betete und fragte Gott, was ich tun sollte.
Ich hatte das Gefühl, dass Gott mich in Berlin haben wollte. In Jesaja 6 las ich davon, wie Gott einen Boten zu einem Volk sandte. Und ich hatte das Gefühl, das war es, wo Gott mich haben wollte. Meine Bestimmung im Leben, Gott zu lieben und ihn bekannt zu machen, so gut ich kann. Auf der Arbeit als Lehrerin, wo immer ich arbeite. Wenn ich jemandem auf der Straße begegne, Gott eben bekannt machen, einfach auszuleben, was man mit ihm erlebt. Er ist das wert. Brenda, eine junge Frau, die weiß, was sie will und was ihr Weg ist.